Wie funktioniert eigentlich ein Legislaturwechsel? Alle 4 Jahre wählen die Schweizer Stimmberechtigten ihre Vertreterinnen und Vertreter für das Bundesparlament. Schauen wir uns gemeinsam die verschiedenen Etappen des Legislaturwechsels der Bundesversammlung an. Mit Legislaturperiode bezeichnet man die Amtsdauer eines Parlamentes. Auf eidgenössischer Ebene gibt es nur für den Nationalrat eine 4-jährige Legislaturperiode, die mit der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Nationalrates endet. Im Ständerat gibt es keine Gesamterneuerung, da die Amtsdauer und der Wahltermin der Ständeratsmitglieder sich nach kantonalem Recht richten. Seit der Gründung des Bundesstaates 1848 wurden die Wahltermine der Kantone weitgehend harmonisiert. Ständeratsmitglieder werden heute wie Nationalratsmitglieder am selben Tag neu gewählt. Ausnahme ist der Kanton Appenzell-Innerrhoden. In Appenzell-Innerrhoden wählt die Landsgemeinde die Ständevertretung jeweils im April vor den Nationalratswahlen. Falls dieses Mitglied des Ständerates neu gewählt wird, so findet seine Vereidigung am ersten Tag der Sommersession in Bern statt. Damit setzt sich das Räderwerk der Wahlen in die Bundesversammlung in Bewegung. Im Oktober geht es mit den Wahlen des Nationalrates weiter. Gleichzeitig finden auch die Ständeratswahlen statt, bei welchen es im Gegensatz zum Nationalrat einen zweiten Wahlgang geben kann. Nach den Wahlen arbeiten die Kommissionen in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter, auch wenn sich einige Mitglieder nicht wieder zur Wahl gestellt haben oder nicht wiedergewählt worden sind. Die bisherigen Büros von National- und Ständerat legen das Programm für die kommende Wintersession fest. Während dieser Zeit ernennt der Alterspräsident oder die Alterspräsidentin mit der längsten ununterbrochenen Amtsdauer 8 Mitglieder fürs neue provisorische Büro des Nationalrates. Ihre Aufgabe ist es, die konstituierende Sitzung des Nationalrates vorzubereiten. Da es beim Ständerat keine Gesamterneuerung gibt, fallen diese Funktionen weg. Am ersten Tag der Wintersession findet die konstituierende Sitzung des Nationalrates unter dem Vorsitz des Alterspräsidenten oder der Alterspräsidentin statt. Der neue Rat konstituiert sich, seine Mitglieder werden vereidigt und wählen das neue Büro. Damit beginnt die neue Legislaturperiode. Gleichzeitig hält auch der Ständerat seine erste Sitzung unter dem Vorsitz des bisherigen Präsidenten oder der bisherigen Präsidentin ab. Im Gegensatz zu den wiedergewählten Ständeratsmitgliedern werden nur die neu gewählten vereidigt. Auch das neue Büro wird gewählt. Unmittelbar nach der Wahl der neuen Büros nehmen die beiden neu zusammengesetzten Kammern die parlamentarische Arbeit wieder auf. Die bisherigen Mitglieder der Kommissionen bleiben vorerst im Amt. Für nicht wiedergewählte Kommissionsmitglieder kann die Fraktion eine Vertretung bestimmen. Die neuen Kommissionen werden am Ende der 2. Sessionswoche nach der Fraktionsstärke gebildet. Am Mittwoch der 2. Sessionswoche erfolgt die Gesamterneuerung des Bundesrates durch die Vereinigte Bundesversammlung. Bis Ende der Wintersession nehmen die bisherigen Mitglieder des Bundesrates an den Ratsverhandlungen teil. Am 1. Januar treten die neu gewählten Mitglieder des Bundesrates dann ihr Amt an. Damit endet der Legislaturwechsel und alle Organe des Parlaments tagen in ihrer neuen Zusammensetzung. Dank dieser subtilen Verkettung ruht die parlamentarische Arbeit einzig und allein während der konstituierenden Sitzung. Mehr Informationen zum Schweizer Parlament finden Sie unter parl.ch.